Slaves and Kings. Of Slaves and Kings ist der Titelsong unserer EP. Und es ist eigentlich vom Inhalt her so, ich würde fast sagen, so ein typischer Thrash-Metal-Song, was für uns eigentlich eher untypisch ist, weil unsere Inhalte meist eher auf so persönlicher Ebene sind. Und Of Slaves and Kings greift auch thematisch nochmal im Prinzip unsere alte EP auf, mit dem Song The Wall. Es geht um die Schere zwischen Arm und Reich, ja, um arbeiterische Ausnutzung. Es geht darum, weißt du, wirklich die Faxen dicke zu haben und sich da das nicht mehr gefallen zu lassen und ein Aufstand. Deswegen ist da auch dieses Hey, hey, ja, dieser Gangshout ist drin, ja. Ja, zusammen sind wir stark. Es ist echt so, ja, die 99% und so ein Zeug. Man will halt seine Meinung da präsentieren. Ja. Ja, auch deswegen machen wir auch Musik. Genau, genau. They won't ever let it end. Time to hit right back. Man kann bei Slaves and Kings also richtig aus sich rauskommen, ja. Ich freue mich immer, wenn ich den ersten Ton spielen darf. Dieses Dam-bam-bam. Hammer, ja. Und dann weiß ich schon direkt, was abgeht, ja. So ein Aufbau. Ja. Und dann, was du auch mit Fresh, typischer Fresh-Metal-Song meinst. Ja, man kann halt auch zur Thematik auch so richtig aus sich raus, ja. Und den Moshpit anfangen. Ja, jetzt ich würde immer gern reinspringen. Ja, aber ich kann nicht. Aber es ist auch sehr melodisch, ja. Wir haben im Prinzip ein Hauptmotiv, ja. Ja, was im Gesang aufgegriffen wird, was im Intro aufgegriffen wird, was in der Bridge wieder aufgegriffen wird. Und es ist so ein richtiger Mitsinger, so ein richtiger Mitgröler. Ja. Du hast ja vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, mit dem Gitarren-Solo. Ja. Das haben wir auch eigentlich schon gut an dem Song geschrieben. Hat eigentlich fast am längsten gedauert, oder? Das nächste Kings, ne? Ich glaube schon, ne? Da haben wir schon echt viel drin gemacht. Ah. Aber also der ist schon ziemlich neu, der Song. Aber für die den haben wir extra für die EP auch konzipiert. Haben den auch noch nicht so oft live gespielt, ja? Also nur so an so begrenzten Auftritten. Und der kam auch immer gut an. Ist natürlich auch gesanglich sehr schwer, ja. Also ja, der ist echt hoch. Also ist die höchste Stelle, glaube ich, in der ganzen EP. Und auch aufwendig, auch wenn ich so am Ende dieser letzte Teil, wo wir da alle zusammen singen. Ja. Und in diese verschiedenen Höhenlagen. Also sehr anspruchsvoll auch. Und das macht eigentlich auch Spaß. Je anspruchsvoller der Song ist, desto. Daran wächst man und ist die Herausforderung, immer ein geiles Gefühl, auch live zu meistern. Den live wirklich, ja, richtig gut zu präsentieren. Ja, und dann erst die Party zu machen, die Show zu machen und den auch noch so zu performen, damit er halt auch geil rüberkommt. Ja. Genau. Uns liegt einfach viel an diesem Song, an der Aussage des Songs. Wir spielen den gerne, der macht Spaß. Und deswegen ist es der Titelsong.